Sie hören Radio Wuppertal am Wochenende mit Florian Rübner. Hallo. Ja, die Bösen, die können manchmal auch die Guten sein. Das zeigt sich beim Wuppertaler Star Wars Fanclub. Ja, die treten zwar ganz gerne auch mal in den Kostümen der Star Wars Bösewichte auf, aber eigentlich haben die alle ein total weiches Herz für Kinder. In Wuppertal waren die jetzt im Uppsala. Peter Otto hatte sich nämlich vorgenommen, Geld für Kindertal zu sammeln. Wir haben gegen eine kleine Spende mit den Kindern Spiele gespielt. Und je nachdem, wenn sie die Kisten getroffen hatten, gab es dann halt Preise. Und die größeren Preise gab es beim Star Wars Quiz. Und da sind dann die richtigen tollen Sachen rausgegangen. Ja, und natürlich war der komplette Fanclub auch original verkleidet in richtig coolen, aufwendigen Star-Wars-Kostümen. Schauen Sie mal auf die Radio Wuppertal-Facebook-Seite, da gibt's ein Foto davon. Die Star-Wars-Fans, die stecken richtig viel Zeit und auch richtig viel Geld in ihr Hobby. Umso schöner, dass sie dann auch noch was für Kindertal spenden. Peter Otto, der bastelt gerade an seinem dritten Star-Wars-Kostüm. Das kostet so ungefähr 700 Euro. Ganz schön viel Geld auf jeden Fall. Aber die Fanclubs treten einfach zu gerne in den Kostümen auf, sagt er. Wir hatten beim Uppsala folgende Kostüme. Das war einmal Luke Skywalker, das war ich selber. Dann gab es die Amidala mit dem roten Kleid. Dann hatten wir Kylo Ren vor Ort, aus den neuen Filmen sogar schon. Und Darth Vader war sogar persönlich vor Ort und der Imperator. Ja, alle bekannten Figuren aus Star Wars dabei auf jeden Fall. Bei der Aktion im Uppsala, da sind 600 Euro für Kindertal zusammengekommen. Richtig klasse, finden wir super und sagen nochmal ganz herzlich Danke. Wenn Sie auch Kinder in Wuppertal unterstützen möchten, dann schauen Sie mal im Internet. Alle Infos, die gibt es auf kindertal.de. Schönes Wochenende wünsche ich.